Und damit willkommen zurück zu Super Mario Bros. Wonder. Ja, ihr seht vielleicht, dass ich ein paar mehr Wundersamen habe. Das liegt daran, dass die letzte Aufnahme einfach mal nicht gespeichert wurde und ich da eigentlich auch so ein bisschen was gemacht habe. Hier zum Beispiel Platzterschütze, den würde ich jetzt mal schnell auf spontan angelehnt nachholen, weil der war eigentlich ganz schön leicht. Sofern ich mich nicht wie ein Idiot anstelle. So, runter hier. Uah. Das Volk ist eigentlich quasi nur den hier erschießen, Samen einsammeln und bye bye. Yeah. Also wirklich was Einfaches quasi so. Der ist dann gemeistert. Dann das hier, das Level hier. Das ist zwar angeblich sehr leicht, aber ich fand es ein bisschen schwieriger als ein Stern. Und das liegt an diesen Kollegen hier. Ja, die sind ein bisschen asozial scheiße unterwegs. So, weg mit dir. Bei meinem ersten Versuch bin ich auch mal direkt auf den raufgesprungen und gestorben. Das war, na, nicht so töfte. So, die Gumba stecken fest. Und ich liebe ihre Schmollgesichter irgendwie. So, hier können wir auch schön mit Schnee arbeiten. Den können wir schön zerstampfen. Das finde ich irgendwie cool. Und ich hoffe auch, dass es dieses Jahr zu Weihnachten wieder schneit hier in Deutschland. Das wäre auf jeden Fall auch cool. So, hier rauf. Dann gibt es hier mal Stern. Weg mit den beiden. So. Ist das kalt heute? Weg mit denen. Er mit dem Elefanten. Und weiter geht's hier durch den Schnee. Ich liebe Schnee. So, beim letzten Mal habe ich mich hier ganz schlecht billig treffen lassen, aber diesmal bin ich vorbereitet. Haha, ich lerne dazu. Yay. Ein bisschen zumindest. Okay, das habe ich beim letzten Mal nicht gesehen. Oh, Entschuldigung. Dass es hier lang geht. Was gibt es hier? Okay, so eine Eule. Weg mit der. Und so ein Teil. Alles klar. Kann man bestimmt gebrauchen. So, welch mit dir? Welch mit dir? Welch mit dir? Komm her! Stirb! Welch! Gut. So, Halbzeit erreicht. So, die Roten sind natürlich schneller, weil die Roten sind immer schneller. So, und ich bin mir nicht sicher, ob die Grünen auch hier die einfachen Dinger da wegmachen können. Die Steindinger. Aber die können das auf jeden Fall. So, da einmal frei. Dankeschön, Gepärde Wundersam. Und jetzt geht's los ins Wundersam-Level mit dem Schneesturm. Yay. Oh, bam. So, Elefanten Mario einfach nur episch unterwegs hier. Oh, bam. Bam, 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 bam. Da oben befindet sich der Wundersamen. Ja, und die boxen ja das Schnee da weg, also müssen wir uns so ein bisschen beeilen quasi. Einmal hier unten lang, danke. Warte, ich habe da eine Idee. So, bam, einmal schön abkürzen. Und bam, Wundersame auch schon wieder erhalten. Ja, das Nachholen, das geht ganz schön schnell. Beim ersten Durchlauf habe ich mich ja irgendwie dumm angestellt. Also wie gesagt, ich bin einmal direkt auf den Typen darauf gesprungen und gestorben. Das war jetzt nicht so töfte, könnte man sagen. Und jetzt nochmal hier schön das Level beenden. Wunderbar. Yay. Yeah. Entschuldigung. Ja, also wie gesagt, ich glaube, ich werde wirklich erkältet. Ja, das ist jetzt nicht so töfte. So, und jetzt kommen wir gleich zum Abschnitt, womit ich den Part eigentlich quasi komplett gefüllt habe. Ich habe übrigens beschlossen, dass ich das hier nicht mache, weil dafür bin ich irgendwie zu dumm. Ja, hier. Das ist quasi meine Nemesis, könnte man sagen. So, rein damit. Suchtrupp, Rätsel des Versteckens. Es gibt besondere Blöcke, die nur Mario sehen kann. Es gibt auch welche, die können nur andere sehen. Also Peach, Yoshi, Luigi, Toad, Mopsy. So, alle Medaillen finden. Wir können auch Freunde zur Hilfe nehmen. So. So. Dafür gibt es die erste Medaille. Gut. Nummer 1 haben wir.
So, dann gibt es hier auch wieder... Elefant Mario, geht hoch! Dann gibt es hier die zweite... Gut. Oh, warte, nicht vergessen. Gut, die Pilze, die... Die werden nicht ersetzt, die ersetzen nicht meinen Elefanten, das ist gut. Dann gehen wir einmal in die Röhre in den Hintergrund, und haben... Die letzte, okay. Gut, da fehlen noch zwei und bei einer weiß ich sogar genau, wo die ist. Und zwar einmal hier runter. Räusper, räusper. Ja, ich habe mir übrigens jetzt vorgenommen, weil ich habe ja schon letztes Mal gesagt, ja, ich brauche mal so ein bisschen Vorrat. Ich nehme jetzt einfach mal zwei Parts am Stück auf. Was quasi drei sind, weil ich einen einfach nur nachholen muss. So, in die Röhren können wir nicht rein. Jetzt kommen wir zum Problem. Ich muss noch den letzten suchen. Hab aber keinen blassen Schimmer, wo der sein könnte. Ich versuch's einfach mal mit allen möglichen Stampfattacke. Hier, weil hier ist ja Blume. Runter da, Mario. Also jetzt wirklich, ich habe keinen blassen Schimmer, wo die letzte Medaille sein könnte. Also, ja. Schön alles abgrasen. Nein. Hä? Das geht? Okay. Ich werde noch mal kurz in den Untergrund gucken, ob ich da irgendwo sehen kann, wo diese Röhre hin muss. So, okay. Okay, okay. So, einmal durch die Röhre, vielleicht sehen wir dann ja so ein bisschen, nö. So, Millimeterarbeit. Irgendwo kann ich die hinschieben. Also jetzt wirklich so... Ich werde jetzt jeden Pixel quasi ausprobieren, ob ich da reinkomme dann in die Röhre. Kann ich die anderen auch verschieben? Nö. Okay. Das ist, schade. Okay, wo könnte das sein? Wo könnte ich reinkommen? Also da habe ich dann wirklich die ganzen 15 Minuten des Parts hier verbracht, quasi den Rest. Ja, gut. Mal vielleicht hier hin. Nö, okay. Gut. Wo kommt der Teil jetzt hin hier? So, vielleicht. So, nö. Ja, gut. Die Röhre kann ich nicht verschieben, okay. Alles klar. Ich würde sagen, wir gehen noch mal kurz nach oben. Ich weiß nicht, warum Mario das gerade gemacht hat. Keine Ahnung. Okay, hier war die erste, hier ist die letzte. ja, gut. Dann war hier die nächste, so. Dann ist hier noch eine gewesen. Alles gleich, ein Wunderbärchen. Also da ist auch kein Hinweis darauf, wie ich die am Ende hinschieben muss. Und nach da oben kriege ich die auch nicht. Gut, ist, vielleicht ist hier irgendwo in den Mauern ein Hinweis versteckt. Gefunden, durch Zufall.
Okay. Und wir haben den Wundersamen erhalten. Ja, das war schon ein bisschen tricky hier, das Suchen. Ja. Aber letztendlich durch Zufall, durchs dumme Herumprobieren. Und ich dachte wirklich, ich muss dann die Röhre rein, weil warum ist sie sonst verschiebbar? Aber natürlich, um an einen höher gelegenen Ort zu gelangen, wo so ein Toadblock ist. Gut, 7 Stück haben wir. Und wir brauchen, ja, 4 zum Weiterkommen. Reden wir erstmal mit dem Kollegen hier, vielleicht gibt er uns ja was für umsonst. Ist das frustrierend. Das hat dieser Unruhestifter angerichtet und dabei wollte ich doch nur etwas höher klettern. Ich wollte so gern bis ganz nach oben und jetzt, pah, kann da nicht mal jemand was unternehmen? Ja, Elefanten Mario on the way. So, einmal freimachen hier bitte, Wundersamen Power activated. Yeah. Angriff. Der Speicher. Wie heißen die? Spicherische. Spicherische? Hm. Also, Vögel. Ich glaube, Feuer Mario wäre gar nicht mal so unpraktisch hier. Komm doch, Junge. Komm doch, Junge. Oder Blasen Mario. Tot. So. Bäm. Bäm. Tot. Da geht er down, da geht er down. Aber ich würde erstmal sagen, hier komm. Und dann bam, bam, bam. Ich hab doch in seine Richtung gezielt. Was ist da los? Was ist da los, ey? Ganz ehrlich. Was ist da los, Mario? Was ist dein Problem, Mario? Ich würde sagen, schön Halbzeit aktivieren. Gut, ich wusste doch, ich habe ja irgendwas gesehen. Vielleicht gibt's hier ja was Cooles, aber... Nö. Also, was ist das? Cool. Ein Secret. Ein Sekret. Ja, hallo. Ja, hallo. Grüß dich. Und ich habe den 10er noch nicht mal bekommen. Traurig. Oh, stirb. Für den Pilz. Ja, ich wusste, dass... Irgendwie wusste ich, dass da drin Item ist und ich wollte es haben. So, runter mit dir, danke. Stirb. So, das sieht aus, als wäre da was. Sonst wäre hier ja... kein Goomba... Koopa-Panzer. Cool. Ach ja, Koopa-Panzer werfen. Das waren noch Zeiten. So, Arschpumpen. Ich habe immer noch Herzklopfen. Jetzt einmal schön hier. Speedrun-mäßig durchrennen. Das war mein Plan zumindest. Oh, no. Genau. Genau. Gut, dann hätten wir das auch mal geklärt. Komm runter, du Pissnelke. So, mach deinen komischen Angriff da. Haha, er ist tot. Ja, lol, ey. So, die Arschgebombe. Ich habe immer noch Herzklopfen. Aua. Das war nicht so geplant. Das war wirklich nicht so geplant. Kann ich da durch? Sicher, dass du nichts übersehen hast? Also so ein Pilz wäre mir mittlerweile irgendwie ganz lieb. Ja.
Gut, flieg. So. Und Wunderblume activated. Okay. Mario läuft an der Wand, alles klar. Ist auch mal neu. Wisst ihr, wie das gerade so ein bisschen aussieht? Kennt ihr Contra? Also nicht Pro und Contra, sondern das Spiel Contra. Das sieht gerade Real Talk aus wie Contra. Ich find's super. So, einmal bitte freimachen da, dankeschön. Danke, du Typ, Vogel. Gut. Das sind nicht so meine Freunde hier, die Vogelfiecher. Ich merke das schon. Gut, den würde ich jetzt etwas behalten gerne. Das wäre das Töfte. So, bam. Ich habe immer noch Herzklopfen. So, bam, weg mit denen. Gut. Den schalte ich dann auch mal aus. Vorsicht. Komm, Mario. Machen wir nochmal schnell hier die Wunder-Blumen-Sache. Jo. Einmal hier oben lang. Dankeschön. So, jetzt hier so kommen. Oh, Schwanz. Gut. Hallo. Mach hinne, du Vogel. Och, scheiß Vogel. So geht doch. Okay, man kann auch rennen, also das ist, glaube ich, ganz gut zu wissen. Komm her. Dummer Vogel. Ich deppert, oder? Ich bin deppert. Ich bin deppert. Kaum automatischer Superpilz. Nehmen wir mal den. Ich glaube, das wäre ganz von Vorteil. Ja. Danke, jetzt haben wir eine Feuerblume. Jetzt haben wir ein paar höhere Überlebenschancen. So, nach diesem Level ist dann auch hier wieder Schluss von diesem Part. Wie gesagt, ich wollte ja zwei Parts dann aufnehmen. Und dann machen wir da mal so 15 Minuten Parts. Ungefähr 15, 20 Minuten um den Dreh. Gut. Sicher, dass du nichts mehr sehen hast? Na stimmt, hier gab's keine Items. So, weg mit dem. Kacke. Oh. Fuck. Ah, ich komme da ohne Hilfe von meinem, meiner Mütze nicht hoch. Kann ich das irgendwie... Nein, kann ich nicht. Ja gut, dann würde ich sagen, gezwungenermaßen werden wir dann das Level erstmal normal beenden. Und dann im nächsten Part nochmal von vorne hier anfangen.
Oh Gott, ich beiß mir gerade so in den Arsch irgendwie. Gut. Aber sollen wir das Level schon mal abgeschlossen und die erste Wundersame erhalten? Yay. Ja, dieser Part war ein bisschen fähnlich, aber hoffentlich unterhaltsam. Ja. Gut. Und an der Stelle würde ich dann sagen, das war's dann auch schon wieder von diesem Part. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao!